doch weniger Beitragszahler für die gesetzliche Rente, schwächelnder Arbeitsmarkt kommt bei der Rentenversicherung an. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, damit Sie es bitte gleich glauben, ich werde keine apokalyptischen Untergangsszenarien hier in diesem Videobeitrag darstellen. Im Grundsatz geht es der deutschen Rentenversicherung oder der gesetzlichen Rentenversicherung in der Finanzlage gut. Aber wie das manchmal so ist im Leben, auch Deutschlands Konjunktur schwächelt seit dem Frühjahr und die schlechtere Arbeitsmarktlage kommt nun auch bei der gesetzlichen Rentenversicherung an, meine Damen und Herren. Ich habe hier mal eine Pressemitteilung ein Bericht des Alexander Gunkel bei der Presse, bei der Bundesvertreterversammlung mal aufgerufen. Das ist in der Veröffentlichung auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung zu lesen. Und dort sagt uns der Herr Gunkel, seit Frühjahr diesen Jahres, ich mache das mal ein bisschen größer, hat sich die wirtschaftliche Entwicklung eingetrübt. Ja, hier ist es zu sehen. Der Arbeitsmarkt hat sich lange robust gezeigt, aber mittlerweile ist die Konjunkturschwäche auch dort angekommen. Möglicherweise auch nur in einem begrenzten Umfang. Wir werden das sehen, wie sich das 2024 dann fortsetzt. Angesichts des Arbeitskräftemangels in vielen Bereichen ist die Zahl der Arbeitslosen bisher nur moderat gestiegen. Die Zahl der versicherungspflichtigen Beschäftigten ist in diesem Jahr weiter angewachsen, so Gunkel, im Vergleich zu den vergangenen Jahren, fällt aber der Zuwachs deutlich schwächer aus. Das ist der Alexander Gunkel, der das gesagt hat, Vorsitzender des Bundesvorstandes. Herr Gunkel äußert dann auch gleich noch ein bisschen Kritik an der aktuellen Politik. Die Finanzierungszusagen ob des beitragsfinanzierten Versicherungssystems müssen durch die Bundesregierung eingehalten werden. Es kann also nicht sein, dass hier Bundeszuschüsse zu Lasten der deutschen Rentenversicherung gekürzt werden. Hier hat es praktisch vier Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 500 Millionen Euro gegeben, die die Bundesregierung für die Jahre 2022 bis 2025 nachträglich abgeschafft hatte. Ob das überhaupt zulässig ist, das wissen wir auch noch nicht. Auch sieht der Entwurf des Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024 vor, dass der zusätzliche Bundeszuschuss an die Rentenversicherung ab dem nächsten Jahr bis 2027 um weitere 600 Millionen Euro pro Jahr gekürzt werden solle. Das findet der Herr Gunkel nicht so besonders gut, denn eines ist auch klar, die Finanzierbarkeit der gesetzlichen Rentenversicherung ist ein ganz dicker, großer Brocken. Und das muss letzten Endes auch durchgeführt werden. Ich hatte in einem zeitiger oder einem früheren Video nochmal klar gesagt, dass wir aktuell gute Zahlen in der Rentenversicherung haben, dass es aktuell keinen Kollaps in der gesetzlichen Rentenversicherung gibt, dass der Rentenversicherungsbericht der deutschen Rentenversicherung hier gute Vorhersagen getroffen hat, auch für die Zukunft. Aber, meine Damen und Herren, es eine ganz große Unsicherheit in dem gesamten Prognosespiel gibt, nämlich die Frage, wie wirkt sich der Abgang der vielen Millionen Babyboomer aus dem Erwerbsleben dann später einmal auf den Arbeitsmarkt aus. Punkt 1, können diese, es werden ungefähr 7 Millionen sein, prognostizierten Neurentner, ab 2025 soll das losgehen, bis über 2030 dann auch tatsächlich durch eine entsprechende Bevölkerungsmigration in den deutschen Arbeitsmarkt hinein als Fachkräfte wieder aufgefangen werden. Da stehen sozusagen ganz, ganz viele Fragezeichen im Raum. Wir wissen das alles nicht. Aber letzten Endes, gut ist auch, dass der Herr Gunkel von der Rentenversicherung hier nicht nur schön Wetterpolitik betreibt, sondern letzten Endes auch sagt, Leute, guckt hin, Arbeitsmarkt schwächelt, es kommt auch bei der gesetzlichen Rentenversicherung an. Wir haben dadurch in der Prognose weniger Beitragseinnahmen als prognostiziert, obwohl diese immer noch
deutlich höher sind, weil es immer noch, Gott sei Dank, einen entsprechenden Zuwachs an beitragspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen gibt, die aber letzten Endes in der Kurve nach unten gehen. Das hat Herr Gunkel hier in seinem Bericht klar zum Ausdruck gegeben. Aber noch kein Grund zum großen Angst haben und apokalyptischen Untergangsszenarien, sondern das sind völlig normale Szenarien, die mal eintreten können, wenn es eine arbeitsmarktkonjunkturell bedingte Delle gibt. Aktuell wissen wir nicht, wie es im Jahr 2024 aussieht, ob dann die Konjunktur wieder anzieht oder ob es da so weitergeht. Wir hoffen es natürlich nicht, denn dann wären wir ja alle davon betroffen. Näheres zu diesem Thema, meine Damen und Herren, finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de oder Sie schauen sich einfach mal die Pressemitteilung der Deutschen Rentenversicherung auf deren Internetseite an. Da können Sie die Pressemitteilung vom 7.12.2023 zum Thema schwächelnder Arbeitsmarkt Rentenversicherung mal anschauen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Berater Peter Knöppel.